Vor ein paar Monaten erschien Star Wars Episode 8 Die letzten Jedi. Auch wenn der Film für sehr viele Fans sehr enttäuschend mit der Vernichtung Snokes ausging, gab es im Nachhinein wirklich sehr viele interessante Details, die eine massive Verbindung zwischen Snoke, Darth Vader, Palpatine und Darth Plagueis bestätigten. In dem Dictionary zu Episode 8 erfahren wir, dass das Obsidian aus dem Ring, den Snoke an seiner rechten Hand trägt, von den Katakomben von Darth Vader Schloss von dem Planeten Mustafar kommt. Dieser Ring ist ein unglaublich seltenes Artefakt, das aus Gold besteht und die vier Weisen von Dwarty bezeichnet. Die vier Weisen von Dwarty trugen die Namen Brata, Feyre, Sistros und Yanion. Sie waren zu Beginn der Klonkriege umstrittene Philosophen und Gesetzgeber der Galaktischen Republik. Chief Palpatine, der spätere Imperator, war ein beträchtlicher Verehrer dieser Gruppe, weshalb er die vier Bronzestatuen in seinem Zimmer ausstellte. Diese vier Statuen gehörten zuvor seinem Meister Darth Plagueis. Nachdem er ihn auf Naboo ermordete, nahm er diese vier Statuen seinem Meister ab. Auf Snokes Ring sind diese vier Weisen mit Glyphien von Dwarty beschriftet. Ich persönlich denke, dass Snoke irgendeine unbekannte Verbindung zu diesen vier Philosophen hat, weil er selbst nicht als ein Sith, sondern als ein Philosoph der dunklen Seite bezeichnet wird. Snokes Leibgarde bestand aus 8 Prätorianer, die ihren Meister beschützen sollten. Diese Prätorianer sind ganz klar an die imperiale Ehrengarde von Imperator Palpatine angesiedelt. Mit dem Tod von Darth Vader und Darth Sidious in Episode 8 war die Ära des Sith zu Ende. Snoke ist aber weder ein Sith noch ein Jedi, sondern ein Machtnutzer, der sowohl die dunkle als auch die helle Seite nutzte. Dies erinnert mich persönlich sehr stark an Darth Sidious, weil Sidious ebenfalls die Macht auf eine sehr spezielle und einzigartige Weise nutzte. In dem kanonischen Buch Star Wars Aftermath wird auch beschrieben, dass bei der Geburt Ben Solos, dem späteren Kylo Ren, Luke eine gewaltige Erschütterung in der Macht gespürt hat. Er sagte, dass sich diese Macht genau gleich wie die von Palpatine angefühlt habe. Auch dies ist ein wirklich unglaublich interessanter Punkt. Ob Palpatine, Vader oder gar Plagueis Snoke in irgendeiner Form begegnet sind, ist nicht bekannt. Ich persönlich könnte es mir aber durchaus vorstellen. Wenn ihr noch weitere interessante Fragen zu und über Snoke habt, dann schreibt diese gerne in die Kommentare.